Grüß euch Leiden und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wohne gerade in Salzburg und mache eine Jüngerschaftsschule und was das genau ist, möchte ich in dem Video ein bisschen zeigen. Also meine Jüngerschaftsschule dauert 9 Monate, deswegen heißt es kurz einfach J9 und ich mache die in der Home Mission Base in Salzburg. Das ist ein Haus, das ist ein Teil von der Loreto-Gemeinschaft. Ein ziemlich großes Movement eigentlich, für jungen Christen, die meiner Meinung nach den Glauben auf eine attraktive Art und Weise leben. Im Wesentlichen gibt es 3 Ziele, die wir in dieser Jüngerschaftsschule haben. Zum einen ist es die Gottesbeziehung stärken, das heißt, wer ist Gott, wie ist Gott, welche Charakterzüge hat er. Das zweite ist Identität und Selbstannahme, wer bin ich, wie kann ich mich selber annehmen. Und das dritte ist, wir wollen an unseren Charakter schleifen, wollen den Charakter stärken. Also wir sind 22 Personen, die das machen, schon im 8. Jahrgang, also die 8. Staffel sind wir. Und ich würde den einfach so ein wenig zeigen, so, wie schaut so ein Tag bei uns aus. Also wir starten meistens mit Morgenlob oder Messe in der Früh um 7:30 Uhr. Ich habe da ein paar Aufnahmen im Hintergrund jetzt vom Gebetsraum, also so schaut eine Lobpreiszeit bei uns aus. Vielleicht mag das für manche Fans befremdlich wirken, wenn da Personen die Hände heben beim Gebet. Aber das ist einfach, also wir denken, dass diese äußerliche Art des Gebetes auch einen Einfluss auf unser Inneres hat. Und wenn wir vom Leib her beten, dann glaube ich, wird man nochmal geistlich empfänglicher einfach, dass man ja zum Beispiel Gottes Stimme hört oder Gott erleben kann oder Gott fühlen kann tatsächlich. Und beim Morgenlob beten wir ganz oft auch füreinander. Also man legt die Hände auf, bittet Gott einfach, die Person zu segnen und hört vielleicht auch, wie Gott mir was für diese Person mitteilen. Und es ist voll spannend, weil Gott ganz oft durch andere wirkt. Und dann teilt man zum Beispiel, wenn man für eine Person betet, der Bild mit und die berührt es in dem Moment voll. Und man denkt sich selber so, das ist irgendwie nicht von mir gekommen, das ist irgendwie ziemlich random, was mir da in den Sinn gekommen ist gerade. Nach dem Morgenlob haben wir immer Frühstück, das geht dann auch eine Stunde. Und nach dem Frühstück haben wir meistens die erste Lehre für den Tag. Also eine Lehre kann man sich vorstellen wie eine Uni-Vorlesung. Man sitzt einfach in einer Einheit für 1,5 Stunden, quasi in so einem Klassenraum und kriegt ein Teaching. Und da geht es um die verschiedensten Themen, zum Beispiel Glaube und Vernunft haben wir gehabt, Stimme Gottes hören. Oder jetzt auch die Wochen haben wir das Wort Gottes, also man hat auch jetzt jede Woche ein Wochenthema und danach richten sie die Vorträge dann auch aus. Und wir haben auch einmal als Wochenthema Persönlichkeitstypen gehabt. Da haben wir uns anhand vom DISC-Modell angeschaut, welche Persönlichkeitstypen es gibt, welche Stärken, welche Schwächen diese Persönlichkeitstypen haben. Das habe ich persönlich sehr spannend gefunden. Nach der Lehre haben wir dann meistens Putzschiene, das haben wir 3-mal in der Woche. Das heißt, 1 Stunde lang hat man einen Putzbereich, wo man einfach schaut, dass das Haus sauber bleibt. Insgesamt leben, glaube ich, mehr als 30 Leute in unserem Haus. Das heißt, das ist auch wirklich notwendig, dass man da schaut, dass alles sauber bleibt. Danach haben wir ein Mittagessen. Und nach dem Mittagessen ist meistens entweder eine zweite Lehre, nochmal 1,5 Stunden Einheit, irgendein Teaching zu den verschiedenen Themen. Oder wir haben zum Beispiel Creative Time, wo ich auch dieses Video, was ich letzte Woche veröffentlicht habe, hochgeladen habe. Das ist einfach in Creative als Auftrag gewesen. Und wir haben das dann über 3 Wochen produziert. In Creative haben wir zum Beispiel auch schon getöpfert oder wir haben gemalt. Also man macht ziemlich viel kreative Sachen. Freitags gehen wir dann auch immer raus auf die Straßen evangelisieren. Also wir nennen es Impacting. Und wir machen da zum Beispiel, wir beten für Leute, fragen die um ein Anliegen, beten für das Anliegen. Oder wir kommen mit denen ins Gespräch über den Glauben, fragen sie einfach, was ihre Meinung zu gewissen Themen ist. Vor allem im Glauben halt. Und eine Sache, die ich voll schätze an der J9, ist die Gemeinschaft. Also wir sind insgesamt 22. Und es ist echt cool, weil aus so vielen verschiedenen Orten einfach 22 Leute zusammenkommen, die
das gleiche Ziel haben, irgendwie so die gleiche Vision und genauso im Glauben leben. Und oft denkt man sich so, wenn man an Kirche denkt, ja, das ist irgendwie ein altes Gebäude, wo Altersdurchschnitt 70 plus ist und alte Kirchenlieder gesungen werden. Und was ich so cool finde, in der J9 kriegt man so genau das Kontrastbild zu sehen. Also wir sind junge Leute, wir singen nice Worship-Songs, feiern gemeinsam die Heilige Messe und es ist einfach nicht fad und ich sehe voll den Sinn dahinter. Ja, ich merke auch, wie ich persönlich wachsen darf, also vor allem auch im Videobereich, weil ich darf zum Beispiel beim Sunday Morning, das ist unser Sonntagsgottesdienst auf YouTube, jeden Sonntag um 10:30 Uhr, darf ich ganz oft die mobile Kamera machen, darf da an der Kamera mithelfen am Livestream. Das ist ein Thema, das mir extrem Spaß macht und man hat halt auch einfach Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei diesem Creative Video für letzte Woche, dass man dann ja, Videos produziert mit Equipment, was sonst eigentlich, was ich mir nicht leisten könnte. Also ich denke jetzt an das Videostudio vom Medienhaus, vom Home Medienhaus. Das ist einfach, ja, für mich ist das so ein Privileg, dass ich das nutzen darf und dass ich da mich weiterbilden darf. Und das Ganze nur im christlichen Kontext, das taugt mir einfach extrem. Und gegen Ende der J9 hin gibt es immer ein Outreach. Und ich habe die Ehre, heute mein Outreach-Team vorzustellen. Woohoo! Ihr fragt euch wahrscheinlich, was bedeutet Outreach? Outreach heißt, wir gehen auf Missionseinsatz. Und da werden wir einfach das Gelernte der letzten 9 Monate in die Tat umsetzen. Ganz konkret heißt es, dass wir versuchen, die Pfarren vor Ort zu stärken. Und natürlich werden wir auch evangelisieren werden. Das heißt, wir werden in Schulen gehen, wir werden in Pfarren gehen und auch auf die Straße gehen, um einfach das Wort Gottes zu verkünden. Unsere Staffel der J9 teilt sich in 4 Gruppen auf. Und unsere Gruppe geht in das Gebiet Allgäu, Oberschwaben und in die Region Bodensee. Unser Einsatz wird Anfang Mai beginnen und wir werden dann ungefähr 2 Wochen unterwegs sein. Ja, perfekt. Das hat sich auch gehört wie in einer Schulpräsentation. Und auf diese Basis jetzt bauen wir auf. Also wir suchen Unterstützer, vor allem im Gebet, aber gerne auch finanziell, wenn es wer am Herzen hat. Und dafür blende ich das da unten ein und tue den Link noch in die Videobeschreibung. Cool. Da könnt ihr direkt Copy-Paste überweisen, wenn es wer am Herzen hat. Und wir wollen da auch so eine WhatsApp-Gruppe, also wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe für Leute, die sich interessiert, wo ihr einfach die neuesten Updates für alle Teams gemeinsam kriegt. Und wir wollen damit einfach so zeigen, was Gott in unsere Outreaches wirkt, was wir da erleben mit Gott. Und im Zuge dessen werde ich noch ein Video machen, also ich werde einen Vlog für unser Team machen, den werde ich ziemlich sicher auch veröffentlichen auf YouTube. Und genau, so schaut das aus.